Die aus Yokohama stammende Wahlberlinerin Aya Irizuki bringt japanisches Tanztheater in die deutsche Hauptstadt. Buto heißt jene moderne Tanzrichtung ohne feste Form, die nach dem Zweiten Weltkrieg von Tatsumi Hishikata und Kazuo Ono ins Leben gerufen wurde. Buto bedeutet ursprünglich Tanz der Finsternis und setzt auf starke Bilder und eine fantasievolle Handlung. This is a story about one creature. In der Geschichte geht es um eine Kreatur, die in den Körper eines Menschen schlüpft und herauszufinden versucht, wie er funktioniert. Denn für diese Kreatur ist der menschliche Körper voller Mysterien. Langsam erforscht die Kreatur alle Möglichkeiten des menschlichen Bewegungsapparates und geht bis an dessen Grenzen. Die Verrenkungen sind typisch für Buto, genauso wie die Ablehnung einer bloßen Nachahmung der westlichen Moderne in Tanz und Theater. Vielmehr geht es darum, eine eigenständige, selbstreflexive japanische Kunst zu schaffen. Buto has more deep salt against to earth. Buto richtet sich mehr nach unten, Richtung Erde. Zudem ist der Körper von uns Japanern schwerer als von Europäern und mehr dem Boden zugewandt, da wir viel Landwirtschaft betreiben. Außerdem gibt es im Buddhismus einen Gott für alles. Er ist nicht nur im Himmel, sondern auch in den Blumen, dem Stein oder dem Boden. Die weiße Ganzkörperfarbe soll an die menschliche Asche nach dem Tod erinnern, die Verfremdung des Körpers veranschaulichen und hat zudem eine rein praktische Komponente. If I were naked, wenn ich nackt wäre, würden die Leute nur sehen, dass ich nackt bin. Wenn ich aber weißes Make-up trage, empfinden die Zuschauer meine Haut als verwandelt. Also ist es auch eine Art Kostüm. So, it works as a costume. Erst seit den 80er Jahren wird Buto auch in Deutschland aufgeführt. Die Wahlberlinerin Aya Irizuki wird auch in den nächsten Jahren alles daran setzen, dass diese faszinierende Tanzform ihres Heimatlandes auch außerhalb Japans immer mehr Anklang findet.